dass, ich meine, wenn wir uns nicht dafür, sage ich mal, sagen, aussprechen, positiv, die Gefahr halt einfach besteht, dass es halt nachher nicht bei uns entsteht, sondern dass es halt nachher dann vielleicht in Dobel oder in Nannacht durchgebaut wird. Und das ist die Frage, wie wir uns dafür jetzt aussprechen. Was gibt es da für, von eurer Seite her für Wortmeldungen dazu? Jetzt habe ich nur eine Frage, der zum ersten Punkt, Erholungsraum keiner K.A.O. Ja. Was wird oder was ist denn da beabsichtigt oder angedacht? Weil was müsste man da umbinden? Warst du bei den Infoveranstaltungen dabei, ja? In dem Gemeinderat, wie das alles erläutert worden ist? Ja, ich habe was Zeit. Okay, gut. Ja. Ich war schon da, was Bauausschuss war, was im Gemeinderat war, aber da war die Maßnahme Erholungsraum keiner, keine Diskussion möglich. Da geht es ja nicht so sehr jetzt, also, sag ich mal, um diesen Bereich, da geht es eher darum, was die Wasserkraft anlangt, was die Photovoltaik anlangt, Windkraft und die Biergasanlage, diese Dinge anlangt, im Bundesbereich jetzt. Und das jetzt, sag ich mal, dass man sich dafür noch einmal ausspricht. Holungsraum Kainach auch, passt nur, dass im Bereich der Kainach und Land hat nachher dann Spazierwege entstehen sollen, wo halt Banken sind und wird spazieren können. Das ist alles, das wird dazu sicherlich nicht umgegeben. Bitte, Stefan. Ich nehme an, das sind jetzt alles so wie im Projekt damals vorgestellt, beabsichtigte Dinge. Ob jetzt wirklich alle Teilmaßnahmen umgesetzt werden können, haben wir damals nicht, können wir noch gar nicht sagen, weil das unter Wasserkraftwerk ja in Schwäbisch gestanden ist, ob das überhaupt geht. Obwohl ich sage, also von der Keiner her und von der Wasserqualität her wäre es möglich. Ja. Also das ist eine Frage des Betreibers, inwieweit das jetzt umgesetzt werden kann. Und ich meine, im Zuge dessen wäre natürlich dieser Erholungsraum Kainach auch, wenn man da was rückstaut nachher danach und möglicherweise einen Schwimmteig auch hat für die Bevölkerung, würde sich dadurch daraus. Ist ja nur im Grundsatzbeschluss heute. Ja, ist nur Grundsatzbeschluss. Das ist noch gar nichts von unserer Seite her, sage ich jetzt der Fix, sondern die müssen erst einmal selber bei der Energie Steiermark, bei Sauber machen, bei der Holding Graz, einen Grundsatzbeschluss jetzt von der Gemeinde haben, ob das überhaupt erwünscht ist, damit sie noch dann die erforderlichen Gelder bekommen. Und da geht es ja doch immer um ein Investitionsvolumen von über 20 Millionen Euro, was ja nicht zu wenig ist und womit ja auch sehr viele Arbeitsplätze einhergeht. Zum einen, weil ja auch ein Nutzen für die Bevölkerung da ist, so wie er da jetzt auf der Seite angeführt ist, keine Kosten für die Gemeinde, Einsparung von 50%, sondern Verwertungskosten für unseren Bierabfall in der Gemeinde, dann Entstehung eines Nahrungsgebietes, erneuerbare Energien als lokale Erzeugung. Wir werden auch Energie autark machen danach, sage ich mal im Sinne der Klimabildnis Gemeinde. Und es gibt viele weitere große Dinge. Wird es dann an den Radweg angebunden, der das eh schon umkommt? Das würde Sinn machen, teilweise. Das ist gut eingebunden. Das ist noch nicht alles ausfahren, es geht um eine grundsätzliche Haltung. Die müssen erst einmal schauen, ob sie überhaupt Grundstücke nachher dann haben. Und wenn sie dann welche haben, die müssen ja erst einmal schauen, wie es mit der Wasserkraft ausschaut. Das heißt, die Grundstücke besorgen Sie sich selbst? Ja, sicher, ja. Das ist alles. Wir, seitens der Gemeinde, uns entstehen absolut keine Kosten in dem Zusammenhang. Ja. So, eine Frage. Bitte. Das ist ein bezüglich Umwidmung. Was müsste jetzt da zum Beispiel umgewidmet werden? Weil Photovoltaikanlage, die bauen Sie auf sehr, scheinbar, auf sehr Anlage drauf. Ja, da brauchst du für eine Umwidmung. Oder Flächenwidmungs. Bestimmte Flächenwidmungswirkung brauchst du schon auf den Grundstücken. Du hast jetzt gleich zum Beispiel auf deinem, wenn du jetzt einen Acker hast, kannst du nicht einfach eine Photovoltaikanlage aufstellen. Du brauchst dafür noch dann besondere Widmungen und für alles, was, also fast alles fürs Wasserkraft, für die Photovoltaik, für die Kleinwindkraftanlage, für die Biogasanlage, für Biomassevergaser, für das brauchst du alles. Eigene Biogasanlage haben Sie gesagt im Industriegebiet.
Ich glaube, es kommt alles ins Industriegebiet. Alles, ja, sicher. Ja. Ja, zum alles, das ist so, dann braucht man kommen. Solange ein kleiner Park alles als Anschauungsobjekt auch erst die Auswüchse getrennt soll noch anders. Also, ja, weil das ja immer das. Also dahinter stehen, glaube ich, sind zusätzliche landwirtschaftliche Flächen notwendig. Ja, sicher, klar. Die brauchen. Ja, aber die müssen umgewidmet werden. Ich glaube, die brauchen in der Größenordnung um ca. 3 bis 4 Hektar so. Maximal und den Erholungsraum keiner, das weiß ich, genau, das keiner kann auch betreiben, die betreiben die, die Holding, die Steiermark oder die Holding, oder betreibt das eher noch die Gemeinde? Ich denke, das ist einfach für die Allgemeinheit noch dann da. Ja, wer das betreibt, wer das betreibt. Es ist kein Geheimnis, das war es schon, für die Allgemeinheit. Da kann jeder hingehen, betreiben. Das heißt, wenn die das errichten, dann sind sie dafür verantwortlich. Ja, also auch ein wahrscheinlich Ersatzpreis gewesen sein und ins Kraftwerk für die Fischaufstiegshilfe. Nachdem aber keiner mehr so treten und aufgeschrieben ist, genehmigt wird, wird das meistens in die Länge gezogen und das wird dann wahrscheinlich der Keinach-Erholungsort sein. Das Wasser steht ja dann auf dem Tisch. Wie geht es nach dem Grundsatzbeschluss weiter? Was ist für ein Zeitrahmen? Weißt du dann was? Was zu erwarten ist? Die müssen dann in ihre eigenen Gremien gehen, bei der Regin und der Energie Steiermark und vom Saubermacher, damit sie diese finanziellen Mittel, um das weiter betreiben zu können, einfach dann einmal halten. Das ist alles. Gell? Und alles Weitere wird sich nach diesem Beschluss nachher dann ergeben. Und sobald ich neuere Informationen habe, würde ich das natürlich mehr weiter. Okay, also momentan weiß man noch nicht, wann, wenn es so heute über die Bühne geht, wann die Vorhaben, dass irgendwas passiert. Ja, nein. Das heißt, es dauert auf jeden Fall mindestens 1,5 Jahre oder was, bis die einmal von der Planungsseite her noch einmal so weit sind, dass sie mir was sagen können. Gell? Also früher sicherlich nicht. Ich schneide es einmal an, der Erholungsraum keiner auf. Ich kenne die Probleme, was hinten sind, in der Adelweg. Hinten ist derzeit vorrangig Landwirtschaft. Wo stehst du jetzt? Ja, hinten, weil ich keiner kann. Da steht ja da Erholungsraum keiner auf. Zwischen keiner von der Autobahn. Das ist keiner von der Autobahn. Da ist von Müll, also da oben, Richtung Moskirchen, wer hat da eigentlich alles vorrangig Landwirtschaft? Derzeit im Flächen mit uns fahren. Das sollte auch so bleiben, dass man da Flächen hat für Landwirtschaft, dass man dort, man hat Industriegebiet, man hat ein Wohngebiet und das sollte auch so getrennt bleiben. Ich glaube, daran wird sich ja nichts ändern, Christian, weil es geht ja schlussendlich jetzt ja darum, das ist auf einem bestimmten Bereich einfach begrenzt. Gell? Und da geht es jetzt nicht darum, dass man landwirtschaftliche Flächen dafür jetzt auch verwendet wird. Das reparieren wir dann später. Bitte. Was wird da repariert? Gut. Das ist nur ein einstelliger Beschluss. Genau. Aber mit dem Erholungsraum kann man auch nicht anfremden, weil. Ja, das du begrenzt einfach auf den Industriebereich, einfach, wo das Ganze verstopfen kann. Ganz einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Energie Steiermark jetzt da hobbymäßig oder was da in den Erholungsraum oder was da investiert. Nein, ich nehme an, das wird so was Ähnliches sein. Das wird ja eh so existieren. Gut. Das ist ja damit das ganze Projekt. Wie schaut es von eurer Seite her aus, Stefan? Ja, von eurer Seite aus. Seid ihr damit einverstanden? Seid ihr da cool? Gibt es von eurer Seite noch Fragen? Gerhard? Erik? Gut, dann stelle ich den Antrag. Entschuldigung, was? Ja, nein, das war schon passt. Gut, ich stelle den Antrag der Gemeinderat, möge die Zustimmung zum Projekt der Einfahrt die Bock, ohne große Beteiligung der Marktgemeinde die Bock, und die Absichtserklärung der Umwidmung von geeigneten Grundstücken für die geplanten Maßnahmen, sofern umsetzbar, beschließen. Die geplanten Maßnahmen im Detail, Erholungsraum Keinacher auf, Wasserkraftwerk 300 bis 600 kW, Photovoltaikanlage, die 50 kW, ca. 400 Quadratmeter mit Bürgerbeteiligungsmöglichkeit, dann Kleinwindkraftanlage 1 bis 2 kW, Western Energy Center Biogasanlage 3,7 Millionen Nordkubikmeter, dann Biomassevergaser, Kraft, Wärmekoppelung und Kurz- und Betriebsflächen Energieholz. Wenn Sie mit dem Antrag in der vorliegenden Form einverstanden seid, dann bitte mal Zeit dieser Zustimmung. Danke, einstimmig. Gut, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, Bürgerwünsche
ich darf den Stefan bitten, das ist ein Antrag. Ich würde mir wünschen, dass wir diesen Punkt vielleicht immerhin aufnehmen. Im Zuge eben unserer Hausbesuche sind ganz viele Bürgerwünsche an uns herangetragen worden. Ich habe sie hereingeschickt, ich weiß nicht, ob man sie da auftun kann. Es geht da einerseits. Ich habe sie jetzt schon beantwortet. Bitte. Also bitte. Können wir es vorlesen? Es ist dort eine Einfahrt, eine Hauseinfahrt und die kenne ich dort sehr schwer ausfahren. Nur die Hauseinfahrt oder das zu den BMU-Bauten dort hin zum BMU-Bau? Zum BMU-Bau meinst du, oder? Nein, ich meine, es gibt direkt gegenüber, es ist gegenüber ein Telegrafenmast und da hängt der grüne Dorflohn. Ich glaube, eine Kernerklärung ist dort. Aber es ist die Einfahrt zum BMU-Bau? Nein. Das ist Horvath, wo man vom Horvath wechseln kann. Zum Horvath-Weg ein ist das, oder was? Ja. Ist dort, ich schaue mir das an. Was sagt die Schutzwegrichtlinie des Landes Steiermark? Bitte? Was sagt die Schutzwegrichtlinie des Landes Steiermark, bitte? Wenn du weißt. Aber du bist nämlich wirklich gefährlich, wenn man sich das anschaut, ist zwischen den zwei Bushaltestellen, wo die meisten Kinder fahren und die ganzen, die da hinten aus der Bereich kommen, wo du wohnst, die kommen dort alle in die Straße. Das Problem ist, das ist schon geprüft worden und da gibt es diese besagte Information, nach welchen Kriterien Also ich war gerade mit Herrn Stadler vom Verkehrsreferat der BH. Er hat gesagt, die Grundvoraussetzung, erster Schritt wäre mal eine Fußgängerfrequenzzählung. Erst wenn die Frequenz erreicht ist, die da in der Richtlinie drinsteht, sagen wir sie nachher, mindestens 25 Fußgänger in der Spitzenstunde oder mindestens 60 in 4 aufeinanderfolgenden Stunden. Wobei Kinder mehr zählen, also du brauchst nur 15 Fußgänger pro Stunde, wenn es Kinder sind oder 12 Jahre. Das wäre mal der erste Schritt. Dann musst du prüfen, wo sie wirklich die Straße queren und nicht, wo es gewünscht ist, dass der Schutzweg kommt. Also wo sie tatsächlich, wo die Stelle ist, wo die meisten die Straße queren. Und dann wäre noch erforderlich, eine wenn das alles erfüllt ist einmal, dass die Frequenz passt, tatsächlich die gefahrene Geschwindigkeit, also nicht die Beschränkung 50 km/h, sondern was wird tatsächlich dort gemessen, wie schnell sind die Autos unterwegs. Alles, was über 60 km/h ist, wird kein Schutzweg bewilligt, weil es einfach zu gefährlich ist. Du bist aber eh schon der 50er. Ja, aber vorne. Ja, das ist schon gestern worden. Das ist schon mal gewesen worden, das ist ja leicht drüber über 50 km/h. Die Problematik ist, dass wir keine 15 Fußgänger pro Stunde zusammenbringen können. Das ist in der Spitzenzeit, in der Früh schon, ja, aber da brauchst du es immer Tag, verteilt sich ja. Na, da steht nur mindestens in der Spitzenstunde. Pro Stunde. In der Spitzenstunde. In der Spitzenstunde. Ja, aber dann reicht es, dass Fußgänger Mindestfrequenz von 15 Fußgänger pro Stunde ausgeteilt werden. Dann ist die Fahrzeugfrequenz, das wird wahrscheinlich weniger das Problem sein und dann noch die tatsächliche Geschwindigkeit. Ja, weil im Zuge des Kreisverkehrs wäre wahrscheinlich die Druckknopfampel unten immer zu gebrauchen und die könnte man ja auch versetzen. Das ist Problem, ja. Das ist so cool. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch ist. Ja, jetzt war ich dein Anliegen der Kinder. Wie heißt die Richtlinie nochmal? Die kannst du gerne schicken. Ich will sie schicken, dann auch noch. Ja, schick sie bitte. Ja, die geht noch weiter, das ist sehr umfassend. Gut. Die nächste schaust du an. Was steht da? Erledigt. Thank you.
Bis zum nächsten Mal. Okay.